Jo, hi zurück zu House of Ashes. Es geht natürlich hier weiter. Wir schauen mal, was hier noch so ist. Ich bin hab ein bisschen Angst. Ah, so what. So, wir gucken mal. Ah, das ist die ursprüngliche, ihr erinnert euch, in der Anfangsszene. Der ursprüngliche Raum. So nah war ich der Hölle noch nie. Ja. Peter? Scheint ausgeblutet zu sein. Tja. Er war bestimmt einer der Forscher. Das könnte sein. Oh nein, bitte nicht. Boom. Okay, vielleicht kommt die ja nochmal zurück. Könnte sein. Wir wissen es nicht. Seltsame Welt darunter entdeckt. Das aus der Öffnung hervordringende phosphoreszierende Licht ließ die gesamte Umgebung unheimlich wirken. Lady Bradshaw bestand darauf, weiter hinabzusteigen. Vielleicht hat Mary recht und Bradshaw wird langsam unvorsichtig und unbeherrscht, aber ich muss ständig daran denken, was da unten sein könnte. Ich arbeite jetzt mit Crow und Pullman an einer Winde und einem Fahrstuhl, um in den Schacht einzudringen. Welche Geheimnisse mögen dort unten wohl auf uns warten, unberührt von der Welt da oben? Was ist das? Da steht, sie fanden etwas Seltsames. Ach, echt jetzt? Die Knochen hier interessiert wohl niemanden. Das ist ja interessant. Womit hat sie das nur verdient? Von einem Pflock durchs Herz getötet. Schwupp. Denke, das waren nicht die Kreaturen. Wer dann? Weiß nicht. Buffy? Wer? Buffy the Vampire Slayer. Behalt's lieber so für dich. Man weiß nie, wann man einen Pflock brauchen kann, stimmt's? So, die ändern immer die Perspektive. Ich bin verwirrt. Also gehen wir nochmal rum, ne? So, also da ist er, der verblutet ist. Das ist der Hinweis. Da könnte man rausgehen. Und das ist Buffy, oder? Nee. Achso, das ist der Brief. Also Tagebucheintrag. So, jetzt die Frage. Von wo waren wir gekommen und wo wollen wir hin? Hier sind wir reingekommen. Und drüben geht's raus. Wir gucken gar nicht hier rein. Sehe ich schon. Das da sehe ich doch sehr interessant. Naja. Ups, nochmal zurück. Ja, wollte gerade sagen. Richtig nett ist das dann nicht. Puh. So, da waren wir reingekommen, da drüben wollen wir raus. Go! Ah ja. Mehr Schrott. Was hast du da? Nichts, was uns hilft, hier rauszukommen. Das ist schön. Sieh dir die... Jetzt wäre es mir auch egal, wenn es die Kronjuwelen von England wären.
Na gut, okay, also müssen wir schon hier durch. Perfekt. Sieht aus wie ein Nadelöhr. Jedes Monster, das aus der Tiefe nach oben will, muss hier durch. Legen wir Sprengstoff. Ja. An den Säulen hat er die größte Wirkung. Aber da sieht man die Stolperdrähte. Ob die Dinger wissen, was das ist? Wir sollten sie nicht unterschätzen. Femin wie die Seiten. Das wird sie ziemlich überraschen. Nicht so wirksam, aber besser versteckt. Was meinst du? Wir brauchen die größte Wirkung. Verdrahte die Mitte des Korridors. Dann mal los. Machen wir das Beste draus. In der Mitte geht garantiert einer von uns drauf. Es kann ja nur Mom sein. Oh, ich sehe schon, es ist Mom. Ich höre dich förmlich nachdenken. Was ist los? Wir hätten sie noch einmal warnen sollen. Fuck, Mann, hätte ich bloß nicht gefragt. Das Thema ist jetzt mal durch. Ach ja? Was gibt's sonst noch? Der Checkpoint war das perfekte Ziel für Selbstmordattentäter. Die Situation war schwierig. Wir mussten handeln. Und das war falsch. Warum kann niemand Klartext reden? Alle labern Mist, nur um nicht durchzudrehen. Deswegen sind wir doch in diesem Sandkasten, stimmt's? Ich will die Wahrheit, Jason. Ich hab sie erschossen und das quält mich. Willst du mir ernsthaft weismachen, dass es dir nichts ausmacht? Wir haben's verbockt. Falls wir überleben, stehen wir dafür gerade. Falls wir hier sterben, haben wir es vielleicht verdient. So, weiter geht's. Oh, ich glaube, Mom wird da drauf gehen. Ich hatte was mit Rachel. Ja, okay. Ist das dein Ernst? Seit 3 Wochen. Scharf. Dropkick, hier Mailman 2-1 Actual. Hier ist ein Labyrinth. Ist das etwa das, was Kalos entdeckt hatte? Over. Nein, negativ, Lieutenant. Da ist noch was viel tiefer unten. Kommen Sie zurück, Unknown Dropkick Structure. Out. Structure, unbelievable. Nee, nicht zurück durch den Dreieck. Stell eine Kamera auf, dann Rückzug. Oh nee, Rachel, oder? Ja. Ouchie. Die Grube. Mhm. Tiefe 300 Fuß, 450. Na gut. Spitze. Eric? Eric! Wo bist du? Okay, da ist nichts passiert wegen Flatschi in Matsch oder was? Ekelig. Diesmal hast du dich selbst übertroffen, Schatz. Nick? Jason? Scheiße. Das kannst du mal laut sagen. Scheiße! Das heißt nichts Gutes. Tja, es ist nun mal so. Ah, Directrice des Opérations. Mhm.
Dann die Frage, was hier also rummatscht, ne? Das sieht man halt wirklich schlecht. Hier war jetzt nichts, ne? Nö. So, dann gucken wir uns das an. Ganz leicht ekelhaft. Haben wir denn irgendwas zum Angucken? Okay. Verdammte cool. Scheiße. Alter! Halb tut doch nicht Not. Also, das ist wohl nicht so lecker. Dezember. Möge Gott uns vergeben. Tagelang haben wir dieses tote, stille Reich und seine Abscheulichkeiten untersucht. Nun ist meine liebe Mary ein Opfer dieser Schrecken geworden. Crow fand sie bewusstlos in der Sternenkammer, ihre Notizen um sie herum verstreut. Er trug sie in unseren Versorgungsraum und bettete sie in eine der Zellen. Als Bradshaw von der Sache erfuhr, wich sie Fragen zu Marys Arbeit da unten aus. Ich säuberte das Gesicht meiner Frau und sie sprach im Fieberwahn zu mir. Sie klang verzweifelt und verwirrt. Ich werde über sie wachen. Sobald ihr Fieber nachlässt, werden wir diesem verfluchten Ort entfliehen. Na, das hat er wohl nicht mehr geschafft. Achso, hatte ich das angeschaut, das muss ich leider jetzt nochmal, sorry. Auf die andere Seite gucken. Achso, das war der Auslöser der Message, okay, komm. Okay, das haben wir auch. Erinnert mich so ein bisschen an, wie hieß denn das, Sensua, weiß ich gar nicht mehr. Wo sie auch durch so ein riesen ekelhaftes Ding hier wartet. Jo, Leute. Was zum Teufel, würde ich auch so sehen. So, ich glaube, da geht's weiter. Komm. Oh ja, tolle Idee. Eine Fackel basteln. Na gut. Müssen die ja auch wohnen. Ist schon ein bisschen ätzend. Mit der Unschärfe ist er auch ziemlich fies gemacht, ne? Weil er jederzeit irgendwo was Buh, Jumpscare-mäßig aus der Ecke kommen kann. Was ist das für ein Licht? Ja, schon fresh. Dass dieses
gleißende Licht. Und wir werden alle sterben. OMG, pass auf. Geh nicht ins Licht. So, erstmal hier gucken. Okay. Eine schöne Zeichnung. Oh, lass uns das nochmal lesen. Ach, komm. Fackel brennt erstaunlich lange. Oh nein, ich höre schlimme Geräusche. Also da hätte ich schon Angst alleine unten. Das überrascht mich jetzt nicht. Okay, wo kommt die denn jetzt her? Verrätst du mir ihren Namen? Wessen Namen? Den deiner Frau. Wie hieß sie? Wag es nicht, über sie zu reden. Bitte, ich wollte nicht respektlos sein. Aber wir sitzen beide hier fest. Du willst reden? Na gut. Warum kämpft ihr noch, wenn ihr den Krieg verloren habt? Du glaubst, ich mache das freiwillig? Dass ich hier sein will? Ich kämpfe, damit mein Sohn zur Uni gehen kann. Damit er eine bessere Zukunft hat. Die hätten wir doch alle gern. Ich glaube, dieses komische Teil schwebt. Mein Sohn. Sein Name ist Zane. Sie ist Rachel. Kolchak? Ganz still. Ich bin gleich zurück. So richtig gleich zurück. Ist vielleicht zu spät. Bisschen blöd, bist du auch. Verdammt! Achso, und der hat dieses UV-Ding mitgenommen. Eine Leitung nach draußen. Vielleicht geht der Funk noch, dann könnten wir Hilfe rufen. Ein Versuch. Zweifelhaft.
Wir wissen nicht mal, ob oben ein funktionierender Sender dranhängt. Ihr könnt doch da locker rüber balancieren und dann einfach in den Abgrund fallen. Aber ja, genau. Die Kabel müssen ja irgendwo hinführen. Mhm. Funktionieren sie noch? Hm. Anscheinend sind sie nur verheddert. Wird nicht gern darauf klettern, um sie... Wer ist das? Was soll das, Joey? Okay. Scheiße, Joey, ich bin's! Ich glaube, Herz. Junge Joey. Oh mein Gott. Joey hat es nicht geschafft. Wir müssen weiter. Hier ist es nicht sicher. Ach nee, echt? Das ist ein richtig nicer Dialog. Wir müssen weiter, hier ist es nicht sicher. Wir sind in ekelhafter Matschepampe. Dass du kämpfst? Nee, ich auch nicht. Was war das für ein Ding? Weiß nicht. Was auch immer, es ist nicht allein. Wo warst du? Eins der Dinger hat mich geschnappt und hier runtergezerrt und dann liegen lassen. Fuck. Fuck ist gar kein Ausdruck dafür. Dass ich entkommen bin, war Glück. Ich bin Wissenschaftlerin. Ich glaube nicht an Glück. Sei dankbar, dass ich hier war. Okay. Ich bin dir dankbar. Danke. Semper Fi. Wir müssen raus aus diesem Loch. Also, hier hast du dich versteckt? Hast du eine Waffe? Was machst du? Ich brauch bloß Batterien für die Lampe. Du könntest auch fragen. Schon mal dran gedacht? Tut sicher weh. Ja. Tut es. Kannst du stillhalten? Danke. Danke, Curries. So, die Zeichen, die müsste man mal interpretieren. Die Symbole habe ich bei den Hirten gesehen. Die haben wohl schon lange in dem Tal gelebt. Oh nein, Alien. Da geht's hoch. Doch nicht. Aber das schaffen wir nie. Siehst du doch. Klettern wird schwierig. Zusammen schaffen wir's. Dachte mir schon, dass du das sagen wirst. Hab Eric beim Klettern getroffen. Ich kann uns rausbringen. Was gibt es da zu lachen? Der Ort ist im Arsch. Und wir sind am Arsch. Wir haben keine Chance. Behalt das lieber für dich. Ich werde überleben. Und wenn du das auch willst, dann streng dich lieber an.
kommen noch die ganzen Zombies da hoch. Okay. Alles okay? Ja. Asthma oder was? Eine Minute bringt uns nicht um. Vielleicht doch. Gott, du siehst übel aus. Wow, danke, Rachel. Schon mal darüber nachgedacht, Motivationstrainerin zu werden? Aber im Ernst, geht's dir gut? Das ist so ziemlich die dümmste Frage, die mir je gestellt wurde. Jetzt ignorierst du mich also, was? Was willst du von mir hören? Weiß ich nicht. Etwas, das uns von diesem Scheiß ablenkt. Okay. Warum bist du Physikerin geworden? Ich meine, du... Ich sehe nicht so aus? Nein. Ganz genau. Ah, sollte ich etwa Nerd-Klamotten tragen? Das habe ich nicht gemeint. Du fällst nur aus dem Rahmen. Niemand hätte je gedacht, dass ich mal Wissenschaftlerin werde. Etwas nur für mich. Kommt mir bekannt vor. Wirklich? Es gibt einen anderen. Du wirkst nicht überrascht. Nick, stimmt's? So offensichtlich? Ha. Weiß Eric es? Nope. Ja, jetzt schon. Ach komm, hast du mir nicht gesagt. Ich wollte so wohl einfach schlau ist loslassen. Er ja nicht. Mich neu definieren. Hey, die Geschichte kennst du. Reese, was hat dir das Ding angetan? Bitte, bitte, lass mich hier unten nicht allein! Ist schon gut. Ich bin hier. Versprich mir, dass du bei mir bleibst. Ich gehe nicht weg. Versprochen. Aber sag mir, was los ist. Was hat dir das Ding angetan? Da oben ist Medizin. Vielleicht hilft sie. Aber wir müssen los. Jetzt! Ihr schafft das schon, komm. Nimm meine Hand. Wir sind auf der falschen Seite der Schlucht. Das schaffen wir nie. Gib jetzt nicht auf. Wir müssen darüber. Das Seil wird reißen. Warte! Glaubst du wirklich, dass die Medizin mir helfen wird? Reiß dich zusammen, Clarice. Wir sind fast da. Du hast mir nicht geantwortet. Wir müssen... es versuchen. Ich wollte gerade sagen, probieren kann man es ja mal. Du schaffst das auch, komm schon.
Alles okay? Muss ich noch was sagen? Du musst zurück zum Tempel. So, aber nicht durch die Mitte gehen, lieber an der Seite. Draufkommen, aber ich höre sie. Sieht aus, als hätten die da unten viel mehr Spaß als wir hier oben. Over. Macht nichts, solange sie ihre Party alleine feiern. Die Kameras drin haben nichts gesehen. Over. Augen auf. Okay, aber den ganzen Shit hier mal anschauen und noch weiter untersuchen, machen wir erst beim nächsten Mal. Okay? Also, bis dann, ciao.